Jacques Villeneuve. Draufgänger, Genie, Wahnsinniger. Seit 2 Wochen steht er unter massivem Beschuss. Ich habe mich bewusst zurückgehalten nach dem Crash, wollte niemanden die Schuld in die Schuhe schieben, aber die anderen haben dann wirklich mit dem Finger gezeigt und das war wie im Kindergarten. Das ist absolut inakzeptabel. Ralph hatte Probleme mit seinen Vorderreifen und war extrem langsam. Er bremste früher als alle anderen. Der Mann mit den vielen Gesichtern, Spitzname Jumpin' Jacks. Rennrebell, immer gut für ein spektakuläres Manöver, mal kopflos wie im Regen von Montreal, mal lebensmüde wie in der belgischen Eau Rouge. Zitat Villeneuve, der beste Crash meines Lebens. Mal schuldlos bei der Weltmeisterfahrt in Jerez. Und jetzt Melbourne. Villeneuve und das Thema Sicherheit. In puncto Sicherheit können wir nicht mehr tun. Dann müssten wir schon aufhören, Rennen zu fahren oder Fans, Zuschauer und Marshals müssten vom Grand Prix-Betrieb ausgeschlossen werden. Man muss einfach besser darauf reagieren. Unfälle dieser Art werden leider immer passieren. Wir fahren ja nicht Rennen, um den anderen kampflos unsere Positionen zu überlassen. Wir kämpfen ja um den Sieg. Der sensible Gestiker wendet sich ab. Will nichts mehr hören von Schuld, Risiko, Irrsinn. Der Racer Villeneuve macht schon wieder markige Sprüche. Vielleicht sind wir etwas aggressiver geworden, aber das ist einfach auch gut für den Motorsport. Mir scheint es, als würden wir für unsere Fehler viel eher an den Pranger gestellt als früher. An den Pranger gehört er nicht, der begnadete Rennfahrer Jacques Villeneuve. Ein bisschen nachdenken könnte er, der wahnsinnige Jacques Villeneuve. Sich einsetzen für noch mehr Sicherheit in der Formel 1 muss er, der Draufgänger Jacques Villeneuve.